Yippie, die Dividendenrendite von British American Tobacco liegt jetzt bei sage und schreibe 10%. Hat natürlich auch was mit dem jüngsten Kurssturz zu tun. Was da passiert ist, ob die Dividende sicher ist und letztendlich, ob die Aktie in Kauf ist, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tietz, da geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das mit den langfristig steigenden Kursen hat sogar funktioniert bei British American Tobacco, aber die letzten Jahre waren schlecht. Ich zeige es dir mal, wir gehen in den Aktienfinder rein, fangen jetzt gleich an der Stelle keine Kauf-, keine Verkaufsempfehlung. Ich habe hier mal die Tabakaktien, die man so investieren kann. Da haben wir British American Tobacco und hier, British American Tobacco ist ein Ten-Bagger. Hast du das gedacht? Die Gesamtperformance 1370%, jedenfalls seit dem Jahr 2020. Die Großteil davon macht allerdings die Dividende aus, knapp 60%, der Rest sind Kursgewinne. Man sieht das hier an der blau schraffierten Fläche, das ist der Unterschied zwischen Kurs und Dividende. Total Return. Man sieht ja hier auch schier eindrucksvoll die Zeitenwende, Mitte 2017, dann den Absturz und seitdem volatiler Seitwärtslauf. In der letzten Zeit jetzt wieder mit Tendenz nach unten. Die Dividendenrendite haben wir hier, die liegt ja bei knapp 10%. Vor einer Stunde lag es noch bei 10%. So schnell ändert sich das im Aktienfinder. 10%. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die Dividende sicher ist. Nein, wir gucken erstmal, warum die Aktie gefallen ist. Wenn wir hier das Ganze mal schauen, da sehen wir vom 5. auf den 6. Dezember ist der Aktienkurs um rund 9% abgeschmiert. Was war los? Das Management hat gesagt, wir machen jetzt mal außerplanmäßige Abschreibung bei 25 Milliarden britischen Pfund, umgerechnet 31,5 Milliarden US-Dollar auf unsere US-Zigarettenmarken. Oh oh, nicht gut. Warum nicht gut? Weil das suggeriert, dass das Geschäft in den USA mit Zigaretten nicht so gut läuft. Und das ist die Cash-Cow bei British American Tobacco. Sieht man, wenn man jetzt hier einmal in die Region reingeht. Umsatzanteil 46%, United States. Und das sind fast alles Zigaretten. Das Grüne hier, das ist jetzt nach Segmenten. 83,3% Geschäftsjahr 2020 wurde noch erzielt vom Umsatz über die klassische Zigarette. Und davon das meiste in den USA. Und wenn es da halt nicht so gut läuft, ist es ein Problem, weil die Cash-Cow dann droht auszutrocknen. Die Cash-Cow wird aber gebraucht, um Dividenden zu bezahlen und um hier die Next Generation Products zu finanzieren und zu subventionieren. Die waren nämlich jetzt noch bis vor kurzem defizitär. Erst, und das war die gute Nachricht des Managements, man hat doch hier wohl noch irgendwas Gutes gesucht, man will jetzt den Break-Even schon im Geschäftsjahr 2023 erreichen. Allerdings, gesamt soll es Umsatzwachstum bei 3% liegen auf Konzernebene. Vorher dachte man so zwischen 3 und 5%, also jetzt eher im unteren Bereich der Spanne. Auch nicht besonders gut. Die Next Generation Products ist natürlich das große Fragezeichen. Das andere Fragezeichen ist natürlich, wie schnell die Cash-Cow austrocknet bezüglich den Zigaretten. Wir haben hier einen Qualitätscheck, da kommen wir auch dazu, ist die Dividende sicher, die Entwicklung der Dividende, wir haben hier einen Dividendenaristokrat übrigens bei British American Tobacco und dann, ob die Dividende gedeckt ist, einmal durch den Gewinn, ja, bereinigter Gewinn, ja, freier Cashflow, auch gedeckt. Also, und auch gilt dasselbe hier für die Zukunft, für die nächsten Jahre, basierend auf den Schätzungen der Analysten. Was man auch nochmal schön sehen kann, ist hier, wenn wir in die Bilanz reingehen, die Tilgungskraft, das heißt der freie Cashflow abzüglich Dividenden, das, was dann übrig bleibt, ist quasi Geld, das zur freien Verfügung, mit dem das Unternehmen auch die Schulden zurückzahlen könnte. Wir haben hier Dividenden in den letzten 4 Quartalen ausgeschüttet in Höhe von 4,9 Milliarden britischen Pfund, aber der freie Cashflow war noch höher, knapp 8,5, sodass 3,5 ungefähr übrig geblieben sind. Man sieht hier eindrucksvoll, wie stark der freie Cashflow angestiegen ist. Plötzlich von 2017 auf 2018 hat mit der Übernahme von Reynolds Tobacco zu tun, die gekauft worden sind von British American Tobacco. Das sieht man auch schön, wenn man hier nochmal Schulden gemacht hat und auch nochmal eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat. Und das war dann das US-Zigarettengeschäft, die heutige Cash-Cow. Hat sich also gelohnt. Man sieht, dass hier der freie Cashflow dann deutlich gestiegen ist. Der ist jetzt aber mehr oder weniger eben ein bisschen in Frage gestellt durch die Abschreibung. Die Abschreibung übrigens, die soll ja noch weitergehen. Nicht nur 25 Milliarden britische Pfund, sondern es sollen nochmal 40 Milliarden dazukommen. Über die nächsten 30 Jahre verteilt, ebenfalls auf das
Tabakgeschäft. Jetzt muss man dazu sagen, oder jetzt sollte man wissen vielleicht, dass die Bilanz von British American Tobacco, die Bilanzsumme, doppelt so hoch ist wie die von Philip Morris, obwohl British American Tobacco gerade von der Marktkapitalisierung nicht mal die Hälfte auf die Waage bringt im Vergleich zu Philip Morris, weil British American Tobacco unglaublich viele Intangible Assets in der Bilanz hat, unter anderem eben auch die Marken. Da ist eben viel zum Abschreiben, viel Abschreibungspotenzial, das hat Philip Morris nicht. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir bei Philip Morris auch dann 20 Milliarden Abschreibung oder sowas erwarten dürfen. Jetzt müssen wir mal gucken, oder jetzt haben wir geschaut, ob die Dividende sicher ist. Meines Erachtens ja, dann kann man jetzt noch gucken, wie die Aktie bewertet ist. Kann man hier in den fairen Wert reingehen und dann kann man mal auf den bereinigten Gewinn, das ist ganz gut, machen wir mal. Dann sehen wir hier mal erstens die Bewertung basierend auf dem Durchschnitt, auf der durchschnittlichen Bewertung der letzten 10 Jahre, wäre das KGV bei 12. Dann gehen wir hier auf einen fairen Wert von 46 britischen Pfund, was so ziemlich genau das Doppelte ist vom aktuellen Aktienkurs. Also 100% Renditepotenzial sozusagen von heute auf morgen. Ist etwas utopisch, die Bewertung. Man muss die Bewertung hier neu durchführen. Und zwar sollte man dann für die Berechnung des durchschnittlichen KGV nur noch quasi die Geschäftsjahre nach der Zeitenwende, also hier, nehmen. Und dann sinkt das KGV von 12 auf 7,9. Wenn dann aber immer noch eine deutliche Unterbewertung, dann wäre der faire Wert bei knapp 30. Da lag dann und das da notierte die Aktie noch im März diesen Jahres, also im Frühjahr. Aktienkurs bei 23,14 britischen Pfund, immer noch, wie bei der anderen Bewertung auch. Wenn wir jetzt das Renditepotenzial ermitteln wollen, das ist schon ganz interessant, wenn wir einfach mal gucken, wir nehmen mal an, dass der Aktienkurs sich nicht mehr von der Seite bewegt. Das wäre jetzt eher schon ein konservatives Szenario, und zwar für 3 Jahre, für die nächsten 3 Geschäftsjahre, dann hätten wir eine Renditeerwartung von 10%. Natürlich keine Kursgewinne, käme alles von den Dividenden, 10% schon. Man hätte damit schon den Markt geschlagen. Okay. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur ganz leicht eine Erholung des Aktienkurses haben, irgendwie auf die Größenordnung von da, wo wir kommen, bevor die Aktie verloren hat, also bevor die letzten Kursverluste einsetzen, auf irgendwie um die 25 britische Pfund, bei hier 26,7, da hätten wir hier eine Renditeerwartung jährlich von 13,3% jeweils auf das nächste Jahr, über 3 Jahre, über einen Zeitraum von 3 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wisst jetzt, was passiert ist bei British American Tobacco, warum die Aktie eben verloren hat, nochmal an Kursen. Ja, ich halte die Dividende für sicher soweit. Hängt natürlich noch längerfristig davon ab, wie schnell die Cash-Cow quasi austrocknet. Das ist gleich das klassische Zigarettengeschäft zum einen und zum anderen, wie gut British American Tobacco die Transformation schafft, so hin zu den Next Generation Products. Wir können noch ganz kurz darauf eingehen. Bei Vapor läuft es ganz gut bei British American Tobacco, sind sie Weltmarktführer sogar, Marktführer. Bei Traditional Oral im Prinzip auch, mit Ausnahme von den USA und Schweden, wo Philip Morris führend ist durch die Übernahme von Swedish Match. Bei Tobacco Heating Products sieht es nicht so gut aus. Da haben wir mit Glow, oder muss ich Glow noch durchsetzen gegen IQOS von Philip Morris und tun sich da relativ schwer. Ich persönlich finde gerade Tobacco Heating Products sehr interessant, weil das Konsumentenverhalten oder Erlebnis, Raucherlebnis, relativ nah ist bei der klassischen Zigarette. Und ich glaube deshalb, dass viele Umsteiger eher auf Tobacco Heating Products gehen würden. Und man bezahlt da einmal und man kauft da einmal so eine kleine Hardware, die so einen elektrischen Erhitzer für diese, ja, so eine Art Zigarettenstummel, so sehen die aus. Und diese Zigarettenstummel muss man passen nur von dem Hersteller in die von dem Hersteller dieser Hardware. So dass dann, wenn man einmal diese Hardware kauft, so mal so eine Art Login-Effekt hat wie bei den Druckern, Tintendruckern. Laserdrucker wahrscheinlich auch. Und dann hat quasi so die Umsätze sich gesichert hat für die Zukunft. Und da tut sich British American Tobacco noch schwer. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie ist so dermaßen runtergeprügelt und die Dividendenrendite ist so hoch. Und ich gehe davon aus, dass diese Dividende auch für die nächsten Jahre sicher ist, dass die Aktie durchaus kaufenswert erscheint. Für Leute eben, die für Investoren, die eine Dividendenertragsstrategie im Fokus haben.
So, das waren meine Gedanken zu British American Tobacco. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie ist deine Meinung? Welche der Tabakaktien beispielsweise favorisierst du? Kannst du gerne unten einen Kommentar schreiben. Ich lese die Kommentare gerne und beantworte auch gerne. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.